So, hier bin ich wieder. Sogar ohne Lex. Aber Auto. Husch, husch. Komm. Ach nee, das. Hat mir das. Ach mein Gott, ich habe den letzten Part heute erst aufgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es heute schon gemacht haben. Hallo. Spinnst du? Na gut, wir können jetzt eine Mission. Wir gucken mal auf die Karte. Wir können jetzt eine Mission bei Sweet machen. Bei Big Smoke oder OG Loke. Aber auf das habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Fitness. Ich habe eine Idee. Hier ist mein Handy. Gut, dann gucke ich kurz, wie viel Uhr. Dann ich nehme jetzt ungefähr ja, halbe Stunde, also bis 5 vor. Okay. Bis 5 vor. Ich habe keinen Bock. Also ich würde sagen, heute machen wir einfach mal jetzt machen wir einfach mal eine Spaß-Episode, weil es die zweite heute ist. Aber lasst euch das nicht zu gewundert werden, dass wir das so oft machen. Weil ich versuche, weil es sind wirklich viele Missionen. Wir müssen mal überlegen, wir müssen hier noch einen Haufen Missionen machen. Dann kommen hier in der Gegend noch welche. Dann kommen in der Gegend noch welche. Und danach weiß ich nicht mehr, wo noch Missionen kommen, weil ich bin noch nicht weitergekommen. Also, es wird noch eine ganze Weile dauern. Und dann will ich mir auch noch alle Häuser kaufen. Erst dann erkläre ich das Spiel als durchgespielt und die kosten ziemlich viel. Das Haus hier kostet 100.000 Dollar. Ich weiß nicht, ob wir irgend noch Läden irgendwie kaufen können später für mehr Geld, aber das werden wir dann sehen. So, wir gehen jetzt ins Fitnesstraining. Und ja. Wir könnten ja auch mal ein bisschen arbeiten gehen. So. Aber Junge, wir werden jetzt Spaß haben. Ich muss mal kurz Licht anmachen. Mit diesen dicken Klamotten joggen. Oh Junge, das wird witzig. Ich lasse es erstmal bei 6, weil es ist schon ein bisschen schwer, das oben zu halten. Und ich hoffe einfach mal, dass es okay ist. Und mich hatte jemand gebeten, versuchen, ein bisschen lauter zu machen. Ich drehe jetzt ein bisschen lauter, aber viel lauter kann ich nicht machen, weil ich will nicht, dass mir meine Ohren explodieren. So, wir pumpen jetzt mal unser Stamina hoch, damit wir ein bisschen länger rennen können. Weil das ist schon ein bisschen wichtig, wenn wir mal schwimmen, weg vor wem wegschwimmen müssen oder aus Spaß schwimmen oder vor wem wegrennen und so weiter. Wir machen mal 80, das schaffen wir jetzt sicher. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. So, und Muskeln hochgepumpt. Ja, komm, 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 komm. Ja. Und. Komm, komm. Ah, so. Dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18. Man merkt auch richtig, dass es leichter wird, wenn wir mehr Muskeln bekommen. So. Jetzt hören wir auf und gehen weiter zum nächsten. So, und wenn wir mehr Muskeln bekommen, dann macht er das jedes Mal. So.
Wir hatten da eben 80, dann machen wir hier mal 90. Das sollten wir auch noch schaffen und wir haben ja Muskeln, mehr Muskeln bekommen. Komm, 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 komm. So. Ist das eigentlich für bei jeweils 90 für beide oder ist einzeln 90? Okay, wir können jetzt neue Fight-Moves lernen. Also wir werden auch unsere Melee-Attacks, also Nahkampf, wird stärker. So, das war unser Limit für heute. Und jetzt stand da eben oben, wir können neue Kampfbewegungen lernen. Das hört sich so kacke an auf Deutsch, ey. Und das machen wir jetzt auch mal. Yeah! So. Wir kämpfen ein bisschen unfair, aber wir sind ein Gangster. Wir kämpfen einfach unfair. Ground Attack. Wenn man auf dem Boden liegt, dann kann man den mit rechter Maustaste anvisieren. Das muss man dann halten. Dann drückt man Enter. Und dann schlägt er mit der Faust drauf. Und um schneller hintereinander zu schlagen, auch mit der rechten Maustaste anvisieren und dann mit Enter schnell draufschlagen. Das gibt dem Feind auch fast keine Chance. Ja. Wir haben noch nicht genug Muskeln, sonst würde ich ohne Pullover rumrennen, weil ich mag diese Klamotten für den Oberkörper hier nicht. Was könnten wir denn mal machen? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir können. Oh mein Gott. Wartet kurz. Ich hoffe, ich nehme auf, ey. Ja. Wir haben da ein kleines Problemchen festgestellt, oder besser gesagt, ich. Im Sinne von, ich habe vergessen, ein bisschen aufzunehmen. Du sollst da liegen bleiben. Jetzt kannst du aufstehen. Ja, guck mal. Auf diese Weise kriegen wir noch nicht mal Sternchen. Wir kriegen gratis Geld und Frame-Anbrüche. Und eine Uzi. So. Da können wir auch ein Haus kaufen, das kostet aber 10.000. So, ich habe aus Versehen nicht mehr auf den Aufnahmeknopf gedrückt, nachdem ich Miharato angerufen hat. Deswegen, ihr habt nicht viel verpasst, aber ich habe eine Sache gefunden, die schön ist, aber es ist nichts, was man sehen muss. Aber da ich weiß noch, wo noch eine solche Sache ist und dann werde ich euch die zeigen. Aber jetzt noch nicht. Ja gut. Nur weil das hier geschehen ist, müsste ich das eigentlich machen. Vielleicht später am Part. Ja, ist klar. So.
Wir haben schon eine ganze Menge Kohle, muss ich ja mal sagen. Das ist jetzt mein Auto, weil meins ist kaputt. So, wir fahren jetzt zum Friseur und gucken mal, was der für Haarschnitte hat. Ich guck mal kurz, wie viel das Haus hier kostet, weil das würde sich sogar lohnen, das zu kaufen, weil das doch weiter weg ist von unserem Haus. Und wenn wir mal ein bisschen rumfahren, würde sich das lohnen. Okay, das kostet auch 10.000. Dann werden wir das vorher kaufen, weil das ist doch schon ziemlich gut. Mist. Und weiter geht's. Ja. Zum Friseur. Wartet mal, ich parke mal kurz hier. Hier wäre die Mission von OG Logue, aber wir müssen zwischen 22 und 6 Uhr hier sein. Also mitten in der Nacht. So, und zum Friseur. Aha, ja, finde ich auch. Wo haben wir das denn? Detailcard, was ist denn? Ne, gucken, was ist denn Cornrow? Genau das, was ich. Boah, $550, bist du irre. Ne, wir nehmen den Mohawk. Der gefällt mir ganz gut und sobald wir mehr Muscles haben, sieht das auch richtig geil aus. So, jetzt sind wir zwar ein paar Dollar erleichtert, aber es ist ja für einen guten Zweck für uns. So. Ich verstehe nicht, warum ich bei diesem Spiel so wenig Frames habe. Ich würde auch mal sagen, ich weiß ja so ein paar Stellen. Das war nicht mit Absicht. Ich weiß ja so ein paar Stellen, wo man mit Graffiti anmalen muss. Und ich würde sagen, wenn wir in der Nähe von einer sind, fahren wir da einfach mal hin. Weil ich würde schon gern. Bist du irre? Bist. Hallo? Spring raus! Ja, Kacke, ne? Jetzt kriegst du. Jetzt bist du dumm. So ein dummer Junge, ey. Ist der ertrunken? Der ist ertrunken. Was für ein Trottel. Aber der hat Geld verloren. Was für ein Idiot, ey. So, aber hier ist noch was zu malen. Und wir schwimmen mal dahin, weil wir müssen auch unsere Lungen trainieren. Das ist sehr wichtig für eine Mission, die wir noch. Das dauert noch ganz schön, bis wir da hinkommen. Aber ich. Das hier, ihr müsst das nicht als Spoiler ansehen, weil es hilft euch ja selber. Ich will euch ja nur Tipps geben, damit ihr es selber leichter kriegt im Spiel, falls ihr gleichzeitig mit mir zockt. Da ist ja auch eine Aus da. Okay, da ist jetzt das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, als Miharator dann angerufen hat. Komm, das schnappst du dir. Und jetzt hoch. So. Diese blaue Linie über unserer Lebenslinie, die zeigt, wie viel Luft wir noch haben. Die kann auch, die wird nicht länger, aber sie wird. Es dauert länger, bis sie auf Null geht und dann
Können wir halt länger tauchen. Und das ist, ja, wie schon gesagt, das brauchen wir für eine Mission später. Und ich weiß nicht, wie stark dafür unsere Lungen sein. Ach, Mist, 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 Mist. Und sobald man keine Luft mehr hat, verliert man Leben und das verliert man sehr schnell. Nur damit ihr es wisst. Und weniger Muskeln. Schön. Da kommt doch Freude auf. Wo sind wir hier denn? Auf dem Ding war ich ja noch nie. Hey, schwimme. Ja, da war eben ein. Ja, ein Kriegsflugzeug. Das kommt auch von der Textur. Ich weiß leider gar nicht, was für ein Flugzeug das eigentlich ist. Hier war ich auch noch nie. Gibt's hier was Schönes? Wäre so der perfekte Ort irgendwie. Finde ich. Wir müssen uns ein bisschen aus. Ah. Ich würde sagen, wo wir gerade hier sind. Ne? Den Ort kenne ich noch gar nicht. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. 10 Minuten haben wir noch. Los, jetzt komm. So. Komm jetzt, mach. So. Im Hintergrund hört man Schießereien. Jetzt komm. Mach, 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 mach. So. Jetzt haben wir mehr Muskeln. Ich will noch bis. Oh, Junge! Das ist ja geil! Da hat eben einer gefurzt. Oh, Junge, ist das geil! Das hatte ich ja noch nie gehört. Oh, geil. Ich nehme mal einfach an, dass es ein Furzen war. Wenn es das nicht war, belehrt mich eines Besseren. Los, jetzt! So. Und so, 20. Und wir haben. Boah, ey, hat hier eben wirklich jemand gefurzt? Ey, meine Fresse. So, wir hatten. Ach, wir probieren mal 120. Wird schon gehen. Wir sind ja hier voll der. Na, geht doch. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht irgendwelche von anderen Gangs und knallen uns ab. Wenn man vom Teufel spricht, da hinten läuft einer. Ganz alleine, aber er ist da. Ich habe ja, es gibt ja bei Game One diese Kategorie Readme von dem Etienne. Und der liest ja dann ein paar Briefe vor von den, oder besser gesagt E-Mails, von den Leuten aus dem Forum. Und da hatte er das Special zu E3 gemacht. Und dann hatte jemand unter die Kommentare geschrieben, dass er es ein bisschen blöd fand, dass Rockstar Games nichts über GTA 5 gesagt hat. Und so weiter. Danke. Da ist noch ein Flugzeug. Oh mein Gott, ey, wie viele Flugzeuge sind hier? Und da hat jemand geschrieben, dass sie blöd finden, dass sie nichts über GTA 5 gesagt haben und dass L.A. Noire ein Kackspiel ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe L.A. Noire noch nicht gespielt. Ich werde es mir kaufen, sobald ich eine Xbox habe. Habe ich zurzeit aber nicht, obwohl ich Xbox-Spiele habe. Aber meine alte Xbox ist im Popo und ich spare gerade für eine neue. Und da habe ich ihm so geantwortet nach dem Motto,
Sei lieber froh, dass es mal andere Spiele gibt außer GTA, weil die können doch nicht immer dasselbe machen. Bei so Call of Duty, da wechseln die Hersteller. Also da ist es mal Activision, jetzt bei Black Ops war es Treyarch. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt bei Modern Warfare 3 ist. Da wird sich ja auch wieder welche geben und da sollen ja irgendwie drei Firmen am Multiplayer arbeiten. Und so weiter. Und dann sollte man lieber froh sein, weil jedes Mal nur GTA von Rockstar Games, das wird doch irgendwann langweilig. Okay, es gab zwischendurch auch Red Dead Redemption, aber ehrlich gesagt, es ist auch ein GTA, nur im Western-Style. Auch sehr gut gemacht, aber es ist dasselbe im Prinzip. Es gibt die verschiedenen Pferde als Autos. Den einzigen Unterschied, den es gibt, ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man in GTA 4 mit Huren schlafen kann, jetzt mal ganz ehrlich ausgedrückt. Und das kann man ja in Red Dead Redemption, glaube ich, auch nicht. Und dann sollte man froh sein, dass sowas wie LA Noire noch rauskommt, weil es ist doch wirklich, was ich gesehen habe davon, es ist wirklich so genial. Es sieht so gut aus einfach, dass ich es wahrscheinlich. Mehr, ne? Wir haben den längsten hier und da hängt sogar noch was runter. dass nicht nur immer GTA kommt, weil das Spiel ist doch wirklich schön und ist mal was anderes außer GTA, wo man sinnlos rumrennt und Leute abballert, so wie ich es jetzt nicht machen werde. Ist die Waffe eigentlich präziser, wenn man sich hinhockt? Nee, noch nicht. Aber die ist es. Extrem. Bei der Pistole aber nicht so, glaube ich. Doch auch. Mann, Mann, Mann. Wir müssen mal schießen lernen. Ich hoffe mal hier runter, weil vielleicht ist hier nach zufällig eine Ausnahme. Nee, aber ohne Scheiß, vielleicht ist hier eine. Geronimo, ja! Oh, na gut. Okay, was die Leute hier für Themen haben, ey. Oh, schon fast keine Luft mehr. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auch auf den Heimweg, weil es ist gleich schon wieder eine halbe Stunde und ich wollte eigentlich keine volle halbe Stunde machen. Aber na gut, und wir verlieren schon wieder Muskeln. Ich finde das so doof gemacht, dass wir Muskeln verlieren, wenn wir hier unsere Muskeln benutzen beim Extremsport. Und die Polizei erschießt schon wieder irgendjemanden, wahrscheinlich unschuldig. Aber so ist es halt. Wir schnappen uns jetzt einfach mal das erstbeste Auto. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und dann verpissen wir uns mal. Ab nach Hause. Was ist das denn? Ach, eine Mauer. Ja, die habe ich nicht gesehen. Ey, Junge! Okay, das nehme ich noch kurz mit. Nein. Na gut. So, wir begeben uns nach Hause. Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Vielleicht fällt mir noch was auf dem Weg nach Hause ein. Nein, Junge, du bleibst hier, du bleibst hier. Du bleibst hier. Dann eben nicht. Willst du auf die Fresse? Willst du auf die Fresse?
Nee, wir nehmen nicht den Golfschläger, der ist kacke. Ja, nein, war es doch nicht. Ich dachte, das war ein spezielles Auto. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir es. Das Auto. Von dem Auto habe ich, glaube ich, schon mal in den ersten Parts gesprochen. Dieses Auto hat eine Textur, das es unglaublich schnell macht und fast unzerstörbar. Aber ich hoffe, es stört euch nicht, weil ich werde dieses Auto nicht benutzen so oft. Mein Gott, der Part wird schon wieder so viel Überlänge haben. Na gut, zum Glück gibt es keine Grenzen mehr auf YouTube. So, ich habe schon immer gesagt, Audi halt macht gute Autos. Hahaha. Na gut, jetzt gehen wir wieder in the Johnson House und speichern. So viel Uzi-Munition hatte ich schon lange nicht mehr. Und man muss überlegen, ich bin ja noch nicht gestorben. So, das war eine voll sinnlose Folge. Und sie hat wie viele Minuten Überlänge? Nur zwei. Na gut. Mit diesen Abworten, oh mein Gott, mit diesen Worten verabschiede ich mich von dieser Folge Let's Play GTA San Andreas Folge 6. Ja, ciao.